Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Voidtrain. In der letzten Folge haben wir seltsame Samen gefunden, eine seltsame Pflanze gezüchtet, die beim Ernten auf seltsame Weise verschwunden ist. Und mal gucken, was uns in dieser Folge erwartet. Wieder gemeinsam mit Sunshine und dem Harzer. Grüß euch. Hallo. Hallo. Wunderbar. Ja, können wir losfahren. Nächste Quest ist irgendwas mit dem Haken einsammeln, den wir ja schon haben. Also, alle festhalten. Los ja. Geht's. Wow! Mal schauen, in welche Umgebung wir jetzt kommen. Ich habe jetzt dieses kleine Männchen gehabt, das hat mich aufs Dings gezogen. Oh. Wer wissen will, was Sunshine meint, einfach nochmal in das Angespielt reingucken. Ja, ich bin jetzt extra runtergehopselt. So, Rest erfüllt. Oh. Neuer Pfad. Rucksäcke. Rucksäcke erweitern den Inventarplatz und erlauben es dir, einen einzelnen schweren Gegenstand zu befördern, wodurch du beide Hände frei hast. Drücke X, um den schweren Gegenstand aus dem Rucksack zu holen oder ihn dort zu verstauen. Okay, was ist denn ein schwerer Gegenstand? Okay, gut zu wissen, mit X. Sind wir so faul, jetzt brauchen wir gar nicht mehr. Da war auch wieder das große Vieh. Oh. Rechts, aber es ist schon wieder weg, glaube ich, oder? War schon, baue den Heck. Ne? Von unten sieht das aus wie so ein Flughörnchen. Ein Flughörnchen? Hm. Nee, ich tue doch noch ein bisschen. Zu Fuß sammeln? Ja, ich mag das. Ah ja, genau. Erforsche und baue den Häcksler. Ist das nächste dann. Also so richtig zielen kann ich mit dem Ding noch nicht. Ich hab einen Dreh schon raus. Ah, hier ist wieder ein Parasit. Oh doch, jetzt hab ich's auch. Paralit? Achso. So ein kleines Stinkerchen. Jetzt. Na komm. Nee, das war daneben. Dicht daneben ist auch vorbei. Jetzt. Tada! Noch ein bisschen Zeug sammeln hier. Wir brauchen ja auch alles. Fahrtrichtung rechts ist das Wesen. Fahrtrichtung rechts. Da, ich sehe ich. Du musst schießen, oder was macht das ist schon wieder. Ja, das ist aber schon wieder weg. Ja, genau, erschießen tut man's. Ein wildes Wesen. Ein wildes Wesen. Die kleinen kann man ja auch sammeln. Manchmal geben die auch nicht Leder, sondern Fett. Die kleinen Viechers. Fahrt Richtung rechts. Oh, warte, 3. Hinter uns rechts. Ja, ich sehe ihn. Aber der ist schon wieder, ja, ist schon wieder weg. Windy-Bussi im Nebel. Gastigen Pflanzen erschießen finde ich am allerschönsten. Gastige Pflanzen erschießen, ja. Oh oh, wir kriegen schon wieder eine Blockade, Leute. Oh. Ja. Die kommen aber jetzt oft, oder? Scheinbar ja. Ich würde auch immer noch gerne versuchen, mit voller Fahrt einmal durchzubrettern. Wollen wir jetzt mal probieren? Komm, wir probieren das mal. Ich nehme trotzdem schon mal meine Knarre in die Hand. Dass du nicht Opfer schnell genug werden. Ich guck mich mal hin, ne? Wird nicht gehen, ne? Nee.
waren immer ungünstigsten Moment lädt er nach. Die kommen hierher! Ja. Ich hab Angst. Oh. Wer werde gerade von mir. Ja. Ja, da oben. Oben kommen welche. Harzer räumt schon auf. Na, wo sind sie? Da ist einer. Wo läuft der denn hin? Nach da oben. Heißer. Oh, wir nehmen ja auf. Oh, ich bin fast tot. Nein, ich bin tot. Vorsicht hinter dir, hinter dir. Er läuft schon wieder, aber liegt hier tot auf dem. Ja. An seinem Sack. Da oben gleichzeitig. Los. Ich hab eine neue Waffe. Über dir, da ist noch. Da läuft noch einer. Maschinengewehr? Nee, irgendwo ist noch einer. Oder? Wo? Ach, da oben sind die auch. Beiden Seiten, das habe ich auch gerade erst gesehen. Hallo? Ach. Oh. Ich soll mal meinen Sack einsammeln hier. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Auf der Brücke jetzt, hier hinter uns. Und der ist tot. Zerfliegt mit seinem Maschinengewehr. Aber ich sehe nicht, wo die sind. Stecken sich. Das macht ja aber wenig Sinn, wenn die, weißt du, du hörst schießen, aber du siehst niemanden. Hm. Da. Noch einer. Oh. Wo ist er, der Schlingel? Hallo? Hallo? Ich sehe meinen eigenen Schatten. Das erschreckt mich vor mir selber. Ist hier keinen mehr. Ich glaube, das hier ist so ein schweres Teil. Warte mal. Oder? Nee. Ah, nee, das sah nur so aus. Hier ist unser Freund wieder. Schieß doch noch. Na, das war das Viecht. Achso. Was denn? Ich bin hier in einer von den Hütten. Hier hängt ein Plakat. Void Wars, Episode 3. Ah. Ich bin runtergefallen. Oh, ich bin aus dem Bahnhof raus hier plump vor lauter Schreck. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Bist du? Du kommst wieder hoch. Nimm dir Zeit. Panik. Ich war nämlich runtergestürzt irgendwie. Bin hier rumgehopst und dann bin ich irgendwo hingeplumpst. Ah, hier ist offen. Muss man wieder aussortieren. Aha. Ich will es auch anschauen, alles, was hier los ist. Nichts ist los. Musik? Jawohl. So, das letzte Mal haben wir den Harzer sträflich vernachlässigt. Nein, nicht das letzte Mal, sondern im Live angespielt, weil er auch mal die Batterie rausnehmen wollte. Diesmal warte ich an der Batterie. Ah, welche Batterie denn? Ja, man muss doch hier, um aus den Stationen rauszukommen, immer dem gelben Kabel folgen und eine Batterie rausnehmen. Ja, ich komme auch gerade. Oder also willst du die Batterie raus? Nee, mach ruhig. Schnapsidee. Juhu. Schnaps. Eine Schnapsidee. Mach mal ein bisschen Licht an und aus. Ja, aber. Also, hier war ja gar nichts, oder? Außer, dass wir unsere unendliche Munition verschossen haben. Gar nichts. Oh.
warte. Klebst du fest, Jen? Ich hab an dir geklebt. Oh. Jo, ciao. So, auf der anderen Seite haben wir schon alles? Ich weiß nicht, bin da einmal rumgelaufen, also ich hab nichts gesehen. Ich hatte vorhin nie auf die Kiste geschossen, da ist sie aufgegangen. Da ist alles rausgekommen. Okay. Warte mal, war hier nicht noch anders? Ne, in der Agieren, das war die Lampe. Ach, hier, ja. Voice war es, Episode 3. Ah ja, Void. Ja, ja, ja. Gut. Ach, hier liegt noch was. Revolvermodul. Ach, und eine Kiste. Kleine. Jo. Alles klar, dann alle mal an Bord. Jo. Mein Tagi. So, bitte bewaffnen. Warum? Ja, nur so. Ich stelle mal wieder drei Platten her. Jawohl. Obwohl ich erst bei der übernächsten Begegnung wieder eine einbaue. Ich habe noch so 20% auf der Platte. Nee, bei mir ist komplett weg. Bei mir ist tatsächlich komplett weg. Ach, da ist das Vieh wieder rechts hinten an der Station, aber. Ah. Warte mal. Ich halte mal an. Das futtert wahrscheinlich die Toten. Es guckt nur. Vielleicht ist es ja jetzt ein Liebeswesen. Jetzt schwimmt's davon. Hat's die Nase voll. Naja. Ja. Was da vorne Rotes? Tada! Da, ja, da ist was rot. Was ist das? Im Zweifel erstmal drauf schießen. Metallschrott. Wie im Wilden Westen. Wie im Wilden Westen. Chemikalien, Holz und Gelöt. Ja, Chemikalien findet man richtig viel. Minen. Minen? Glaube ich. Oh, da muss man drauf schießen, oder was? Ich bin schon dabei. Macht einfach ganz normal weiter, wenn ihr wollt. Das sind aber andere Minen wie das letzte Mal. Gibt ja diese Annäherungsdinger und andere magnetische. Das sind auf jeden Fall andere. Oh, das macht aber Spaß. Wir machen den Weg frei. Kopf! Ich habe Bio-Stoff gefunden. Den erschieße ich aber nicht, den schnapp ich mir. Nee, das ist wieder dieses Chemikalienzeug. Ich kann das immer von aus der Ferne nicht so richtig sehen, was ist. Ja, können den ganzen Tag machen, auf Minen schießen. Ich glaube, das hast du letztens schon im Livestream gesagt. Ja. So, lass uns mal was näher rankommen. Biostoff, jetzt habe ich welchen gefunden. Aha. Diese kleinen Mistkröten. Oh. Humpel! Wer? Humpel? Ich muss bei den Minen bleiben. Wo ist er denn? Ach, da! Oh. Wo? Jetzt ist er davon geschwommen. Ach Mensch, ich bin immer so. Da ist der halbe Tag rum. Da ist auch ein Parasit vor. Da ist auch ein Parasit vor uns, um den kannst du dich kümmern, Sunshine. Kommt auf uns zu. Ein Parasit wo? Hä? Auf der Strecke oder unter der Strecke jetzt vor uns. Okay. Ich versuche ihn nicht zu erschießen, ihn dir übrig zu lassen. Komm. Aber sieht ein bisschen aus wie hier einer vom Volk von Jar Jar Binks. Ich will mal runter. Ja. Ich sehe den sonst nicht. Wo ist er hin? Kleiner. Hat er irgendwas kaputt gemacht? Oh. Was ist das hier für ein Zeichen? Guck mal hier. Wenn er sich festgesetzt hat, dann musst du ihn vom Dings runterschießen. Jawohl. Aber dieses Schnabeltierchen ist davon geschwommen.
Ne, das hat sich quasi verpuppt. Das ist davon geschwommen und hier ist der große Fisch. Ah, Feuer frei. Kumpel. Aua. Ich bin tot. Der hat mich gebissen. Was, du bist doch nicht dumm. Was? Ich glaube, wenn das nächste Mal kommt, kriegen wir ihn. Ja, glaube ich auch. Ich habe in seinen Rachen geschaut. Das war nicht so angenehm. Ja, das war eine Zahnbehandlung, eine kostenlose. Ja, genau, ich habe ein bisschen mit meinem Revolver drin rumgestochert. Ai. So, war es das schon mit den Minen? Ai. Er ist gerade im Westen. Er wartet wahrscheinlich wieder anzugreifen. Im Westen? Südwesten. Ich hole uns was zu schnapodieren. Südwesten? Ich gucke. Südwesten. Da. Also ich den nicht. Aber gut, das hat nichts zu reichen. Ah, Inventarfall. Ich sehe auch nichts. Da im Westen. Westlich von uns. Westen? Ah, jetzt. Lass mal ankommen, lass reinkommen. Und jetzt. Peace! Ach, da! Jetzt müsste er tot sein, oder? Ah. Ein kleines bisschen hat noch gefehlt. Ja, komm. Gut. Jetzt, wir haben ihn. Ich hab ihn. Also, du hast ihn. Mach mal Pause, stopp. Mach mal zurück, ich komm nicht dran. Obwohl, ich muss eh ausladen. Mach mal zurück. Hä? Den wir jetzt? Rückwärts. Nee, wir stehen doch. Rückwärts. Und die Bremse wieder los. Ja. Soweit uns der Stopper da hinten lässt. Na, es ist ja schon ein ganz schönes Stück hier. Paddel. Ich will mir den mal angucken. Oh, der ist wirklich nicht hübsch. Und stell dir mal vor, ich habe dem jetzt mitten in sein, du weißt schon, geschaut. Also hier unten ist Fett und da hinten ist Leder. Kannst du es mitnehmen? Warte. Leder könnte ich vielleicht. Der ist grünlich. Wo ist Leder? Ich sehe nichts. Ja, da ist Leder. Ja, da. Achso, jetzt. Ui. Der ist nicht hübsch. Bett für Leder. Nee. Da kriege ich Albträume. Das ist doch ein großes Bett. Hast du nicht erst nur gesagt, da Liebe oder so? Ich weiß es ja auch nicht. Der Liebe? Ich weiß nicht. Nee, die da sind süß. In Holz. In Holzkiste ist Schrott drin. Wer macht denn sowas? Wer macht sowas? Also, das geht ja gar nicht. Ich muss mal wieder einmal aufräumen. Ja. Ich habe, glaube ich, noch gar nichts eingeräumt. Ich habe das, was ich jetzt gerade will, ja noch nicht so lang. Das habe ich alles noch in meinem Tisch. Ich habe dir nur das Holz vorhin rausgeworfen. Das, Stück. Ja, ach, du Liebe, jetzt. Wir brauchen mehr Kisten. Mehr. Und viel größere. Ja. Ganze Waggons also, voller Kisten. Vier Holz, drei Leder, Eis, bisschen Bio-Dingens, Kirchens, Fett. Aber das habe ich alles noch in meinen Tisch. Da kommt die garstige Pflanze. Oh, nein, das ist die gar nicht. Auf welche kann ich denn schießen? Auf die nicht. Ach Mensch. Also dieser Haken, das ist. Ich komme wieder recht gut zurecht. Oh! Garstige Pflanze. Da war sie wieder, das Kleine. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr die Waffen, warte mal, was war das denn? Wenn ihr die Waffen modifiziert, dann ändert sich der Name. Also meine Pistole heißt Pralerischer Henry. Was? Ja. Schwupp. Henry. Der Henry wieder. Oh, ich habe glaube ich so ein Tier getroffen gerade. Ups, Entschuldigung. Okay, und da hinten erwartet uns schon wieder die nächste Station. Jetzt kommt schon die nächste Station. Warte, ich muss vorbei hopseln. Sowas macht mich dann immer ganz nervös. Da haben wir ja noch einen kleinen Moment Zeit, bevor wir bei der nächsten Station einlaufen. Mhm. Ja. Und ratet mal, wann wir bei der nächsten Station einlaufen. In der nächsten Folge. Genau so ist es. Und bis hierher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal.
auch wiedersehen. Tschüssi, tschüssi. Tschüss.